Vor knapp 2 Jahren wurde das Ibiza-Video veröffentlicht. Was ist Ihnen davon eigentlich noch in Erinnerung geblieben? Nicht mehr viel, außer dass halt unser Vizekanzler, unser damaliger, halt Vorwürfe von Korruption bekommen hat. Mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Sind Sie da jetzt sehr gespannt drauf, weil heute werden auf OE24TV unveröffentlichte Szenen auch gesendet. Was glauben Sie, was wird da rauskommen? Ich weiß nicht, was mich da erwarten wird, aber mich wird es auf jeden Fall sehr interessieren. Ich werde mir das auch anschauen, was da dazu gesendet wird. Glauben Sie, wird das vielleicht noch weitere politische Herausforderungen bringen oder wird das noch weitere Konsequenzen haben? Natürlich, das wird in der Zukunft noch einiges verändern. Keiner weiß in der heutigen Politik, was sich da noch hervorkommt, aber ja, werden wir schon sehen. Und den Ibiza-Ausschuss, verfolgen Sie da genau, was da passiert, und haben Sie den Eindruck, dass da wirklich etwas aufgeklärt wird? Ich habe derzeit keine, ich verfolge das nicht mit, aber man wird sehen. Na, es war eigentlich für uns Österreicher kurz überraschend. Dann war die große Freude, dass es die Regierung nicht mehr gegeben hat. Leider Gottes hat die neue Regierung sich nicht viel verändert. Sie ist noch korrupter geworden. Eigentlich hat, ich meine, Strache, der liegt nicht auf meiner Welle, aber eigentlich hat er das gesagt, was die anderen gemacht haben. Und ich wundere mich nur, dass die Österreicher, dass sich das alles so gefallen lassen und keiner macht was. Jeder, wenn man heute sagt, Sebastian Kurz, na super ist der, der hat 49%, dann dürfte er gar nicht mehr auf den Sessel sitzen. Was macht der da? Der ist ein netter Mann, der ist nett, aber der kann es nicht. Und ich würde die Österreicher bitten und vor allem das ländliche Österreich, das Wiener Österreich, das ist eh liberal, aber wie wieder so was die Kerben aufführen, das ist ja arg, dass die sich das alles gefallen lassen. Und dahinter steckt natürlich der Glaube, demütig sein, nur bitte sagen, sich alles gefallen lassen. Ich hoffe, es kommt eine Änderung für die Menschen und es sollen die Menschen für uns da sein, die es ehrlich meinen und nicht die uns jetzt tagtäglich betrügen. Naja, ich glaube, wir haben gesehen, wie schamlos und abgehoben hier agiert wird und geredet wird. Das ist was, was wir auch in der jüngsten Zeit wieder erleben, diesmal auf der türkisen Seite. Und das war für mich eine extrem starke Motivation, zu sagen, das muss besser gehen, Politik muss besser gehen und da möchte ich einen Beitrag leisten. Ich bin so gespannt, wie wahrscheinlich alle, die jetzt darauf warten. Und das wird vor allem am Untersuchungsausschuss liegen, diese neuen Szenen einzuordnen und zu bewerten. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir zu einer besseren Politik kommen und daraus lernen, dass wir Gesetze machen, dass wir entsprechend auch einen neuen Stil pflegen und dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt läuft ja gerade noch der Untersuchungsausschuss zum Ibiza-Skandal. Haben Sie das Gefühl, wird da wirklich etwas aufgearbeitet, verändert sich dadurch wirklich etwas? Und vor allem, glauben Sie, ist das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher da noch weiter auch gegeben? Also ich glaube, aufgearbeitet wird ja definitiv etwas. Man merkt ja an den Reibungen, die es gerade auch mit der Kanzlerpartei gibt und der Fraktion da drinnen, wie unangenehm das auch ist. Ob dann tatsächlich Konsequenzen sich zeigen, liegt jetzt einerseits an den Mehrheiten im Nationalrat. Und das ist nun einmal vor allem die türkise ÖVP mit den Grünen gemeinsam und wird sich bei der nächsten Wahl zeigen können. Also ich glaube schon, dass die Österreicherinnen und Österreicher wissen müssen, was sie hier wählen bzw. was hier abgelaufen ist. Das ist das Wesen von Demokratie. Auch wenn es sehr unangenehm ist und unschön ist. Und ich glaube, viele von uns auch einmal sagen, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Wir müssen da reinschauen und wir müssen da hinschauen.